6 Resis und ein Traktor. Aus über 200 Bewerberinnen wurden diese Grazien für die deutsche Ausgabe des Jungbauernkalender 2012 auserwählt. Die Vorgaben sind streng. Posieren dürfen nur Amateurmodels, die nachweislich etwas mit der Landwirtschaft zu tun haben. Auch das Set ist eher zünftig. Aber die Damen zeigen sich trotz der ungewohnten Aufgabe unerschrocken. Wir sind schon hergerichtet worden und haben uns absprechen können, was wir anziehen. Ich war vor so Straßen, das war für mich schon was Besonderes, weil wir haben daheim einen Milchviehbetrieb. Da haben wir schon gedacht, oh Gott, noch werden die jetzt wieder irgendwas, aber die waren auch ganz ruhig. Und insgesamt war es voll schön, haben wir schöne Betriebe gesehen und die Mädels haben sich auch gut verstanden. Die Idee stammt aus Österreich, wo der erste Jungbauernkalender 2001 erschien. Mit der Agrarerotik soll das Misthaufen- und Gummistiefel-Image der Landwirtschaft aufpoliert werden. Der Kalender ist inzwischen Kult und das nicht nur unter Landwirten. Bis nach Amerika, so die Legende, werden Ausgaben des streng limitierten Werks verschickt. Liebhaber müssen für den Jungbauernkalender 2012 27 Euro investieren.